Ja, hallo, herzlich willkommen zur 131. Folge Let's Show Play Minecraft. Erstmal ganz zu Anfang, dicke Entschuldigung dafür, dass ich euch 2 Tage habe ohne Minecraft sitzen lassen. War einfach nicht zeitlich zu machen und damit ich euch wenigstens täglich ein neues, frisches Video, unbekanntes Video präsentieren konnte, habe ich also jetzt die beiden letzten Videos, die ich noch aus der Reihe meiner Trackmania-Videos mit Regiekommentar hatte, vorgestellt, einfach auf meinem Kanal veröffentlicht. Mit dieser Serie TM Trackmania Regiekommentar sind wir auch soweit durch. Damit habt ihr dann alle wichtigen Trackmania-Videos von mir gesehen. Wie gesagt, wer sich für Autorennen interessiert und für Videos, die man dazu machen kann, sollte auf jeden Fall diese Serie sich möglichst komplett zu Gemüte führen, weil ich da viel darüber spreche, wie man sowas umsetzt, wie man auf Ideen kommt, wie man ein Konzept entwickelt für ein Video, das umsetzt, damit man halt einmal einen persönlichen Stil auch entwickelt und zum anderen eben das Video wie aus einem Guss wirkt, dass man daraus eben dann ableitet, was für Übergänge man verwendet, wie man mit Tricks und Videoeffekten und so weiter umgeht. Also ja, wer sich dafür Videos interessiert, selber machen will, auch wenn es jetzt nicht unbedingt ein Autorennen ist, sollte da ruhig reingucken. Da stecken also jede Menge Tipps und Tricks drin, die ja rein über das Technische hinausgehen. Da erfahrt ihr also von mir Sachen, die in keinem Videotutorial drinstehen, denn diese Tutorials beschäftigen sich meistens damit, wie man halt technisch irgendwas macht, was weiß ich, mit Sony Vegas umgeht oder einen schönen Vorspann macht oder den Effekt einsetzt oder jenen, aber weniger um ja, so eine Sachen wie entwickelt man ein Konzept für ein Video, wie setzt man Ideen um, wie kommt man auf Ideen und so weiter. Ja, also wie gesagt, die Reihe Trackmania Regiekommentar möchte ich euch nochmal ausdrücklich ans Herz legen. Die ist jetzt nämlich damit abgeschlossen und ich werde auch das 100 Abonnenten Special, die Videos dazu, an diese Liste dann noch ranhängen, an diese Playlist, damit man also da alles, was Trackmania angeht, was ich da mit Regiekommentar gemacht habe, in einer Playlist hat, ne, das 100 Abonnenten Special, wer sich noch dran erinnert, es ist ja schon ein bisschen her. Da habe ich euch das Projekt South Park vorgestellt, wo es also um ein Trackmania Story Video ging, was also fast in Spielfilmlänge dann ja released worden wäre, veröffentlicht worden wäre, wenn wir es tatsächlich hätten durchziehen können, wo also nicht nur mit Autos durch die Gegend gefahren wurde, sondern eben auch Zwischensequenzen dabei waren, wo eine richtige Geschichte erzählt wurde, so eine Bond-Parodie mit vielen Gags und so weiter. Ja, das wird also in Zukunft zusammen sein in einer Playlist und dieses Thema ist dann damit auch erstmal soweit abgeschlossen. Wir sind hier aktuell gerade in Karabatabana bzw. Neptuns Dank zugange. Genauer gesagt in Neptuns Dank unter dem Tempel der geringen Götter. Denn dort wird die Minecart-Station entstehen. Das wird ein richtiger Bahnhof werden. Ich baue hier also auch noch ein bisschen Wege, wie ihr gerade seht. Und wie ihr sicherlich auch schon mitbekommen habt, ist das Ganze jetzt im Nachhinein kommentiert und das Video mit den Bauarbeiten läuft hier im Zeitraffer ab. Auf doppelte Geschwindigkeit beschleunigt, damit ihr mir also nicht allzu viel beim Steineklopfen zu sehen müsst. Es gibt nämlich noch vieles Interessantes zu erzählen. Die Minecart-Strecke, wie gesagt, von Karabatabana zu nach Neptunsdank ist inzwischen fertiggestellt, das werdet ihr hier im Video sehen. Und ja, der Bahnhof hier unter dem Tempel in Neptunsdank, das wird also ein größeres Bauwerk. Da werde ich da also fast den ganzen Berg da drunten aushöhlen, weil das soll natürlich ein bisschen repräsentativ aussehen. Denn immerhin werden in dieser Minecart-Station 4, richtig gehört, 4 Minecart-Strecken starten bzw. enden.
Und ja, zu der Hintergrundmusik, die jetzt im Hintergrund einsetzt. Dazu werde ich dann gleich auch nochmal kommen. Auch nochmal ein ganz interessantes Thema. Genießt es einfach so, was da jetzt im Hintergrund läuft. Ja, wie gesagt, vier Minecart-Strecken werden in dieser Station, in diesem Bahnhof enden und abgehen. Und deswegen wird er natürlich ein bisschen repräsentativer, ein bisschen großzügiger ausgebaut als so eine reine Minecart-Streckenstation. Das Ganze. Ja, ist ja einfach ein bisschen größer. Die ganzen Cobblestones, die ich mir dabei raushole, die brauche ich natürlich dann für den Bau der oberirdischen Minecart-Strecken. Unterirdisch kommt hier halt ran die Strecke von Karabatabana aus. Das ist die erste. Dann wird es eine zweite Strecke geben, die zur Minecart-Station an der Spinnenhöhle führt. Da haben wir ja letztes Mal den Turm besichtigt. Der wird dann per Minecart-Strecke auch angeschlossen werden und diese Minecart-Strecke wird dann verlängert zum Maison Maginot und darüber dann über den Rittersaal dann an die Residenz Ransaya, sodass wir dann also auch den oberen Teil unserer Welt angeschlossen haben. Das wäre die zweite Minecart-Strecke. Dann wird es eine dritte Minecart-Strecke geben, die also über den Hafen führt, dann Richtung Creeper Memorial und schließlich eine vierte Minecart-Strecke, die also dann in die noch offene Richtung führt, in neue, bisher unbekannte, bisher unentdeckte Gebiete. Zurzeit erkunden wir ja ganz am anderen Ende der Map neue Gebiete. Und mal schauen, was sich also dann hier jenseits von Neptuns Dank noch bietet. Das also hier erstmal soweit zum Bahnhof, der hier unter Neptuns Dank, in Neptuns Dank unter dem Tempel der geringen Götter entsteht. Ja, die Musik. Ich hatte es ja gerade angesprochen. Dahinter steckt noch ein ganz interessantes Thema und auch eine Empfehlung. Wieder mal eine Kanalempfehlung und zwar Seedinator Let's Plays. Den Link werdet ihr in der Beschreibung finden. Aus einem seiner Projekte stammt nämlich diese geniale Musik. Geschrieben, komponiert, wie auch immer man das mit dem Computer macht, von Cyril W. Zu dem wir eben leider keinen Kontakt mehr haben. Seedinator selber kenne ich aus der Zeit von Trackmania. Da haben wir auch was zusammen gemacht. Seedinator Let's Plays macht auf seinem Kanal Let's Plays zu RPGs, also Role-Playing Games. Viele davon Let's Plays oder Spiele, die mit dem RPG Maker programmiert wurden. Und aktuell am Start ist bei ihm Metal Gear Solid 2 frisch gestartet als Let's Play. Es gibt auch ein Let's Show zu Minecraft mit einigen Folgen, was allerdings in größeren Abständen erscheint. Wichtigstes Thema bei ihm, wie gesagt, die Rollenspiele. Und er hat in Trackmania auch etwa mal was Ähnliches versucht umzusetzen, nämlich eine Rennstrecke als RPG, also als Rollenspiel zu inszenieren. Dass es also nicht darum geht, am schnellsten vom Start ins Ziel zu kommen, sondern eben unterwegs sich verschiedene Aufgaben abzuholen und die zu erfüllen. Sei es, dass man also jemandem hinterherfahren muss, den man nicht verliert, oder bestimmte Punkte finden muss und so weiter. Das ist in Trackmania alles möglich, dass man Strecken so baut und dann noch ein bisschen dazu macht. Es gibt den Media Tracker, das ist so ein Trackmania-internes Tool im Spiel mit dabei, mit dem man dann solche Sachen machen kann beim Streckenbau. Und ja, war ein sehr interessantes Projekt, oder er hat da mehrere solcher Sachen gebaut, bei seinem Projekt In San La in Trackmania. War ich dabei, durfte dort auch schon einmal sprechen, habe da den Erzähler gesprochen. War ein sehr interessantes Projekt, hat sehr viel Spaß gemacht, mit dabei zu sein. Und ja, von daher weiß ich also eben von Seedinator, dass er eben auch längere und kompliziertere Projekte durchzieht.
der Mann ja, geht wirklich für sein Projekt durch jede Wand. In San La, in Trackmania, hat, glaube ich, insgesamt ein halbes Jahr gedauert. Involviert waren sowas um die 20, 30, 40 Leute, die eben teilweise als Sprecher dabei waren, die Skins gemacht haben, die einen Beta-Test gemacht haben, die mit programmiert haben teilweise und so eine Sachen alles. Also, und er war eben da der führende Kopf hinter diesem ganzen Projekt. Der Mann hat also wirklich Ahnung davon, wie man komplexe und langwierige Sachen durchzieht. Der hat wirklich Durchhalte- und Stehvermögen. Und ist mit Sicherheit keine Eintagsfliege. Deswegen also ganz dringend oder ganz wichtig euch ans Herz gelegt: CDNator Let's Plays, der Kanal. Schaut mal vorbei, wenn ihr euch für Rollenspiele interessiert. Und ja, was die Musik angeht, das ist die Musik, die eben auch für den Trackmania RPG-Track in San La verwendet wurde für das Projekt. Der, ja, Komponist, Macher dieser Musik, Cyril W., zu dem haben wir leider so ein bisschen den Kontakt verloren. Und ich habe mir also von CDNator extra die Erlaubnis geholt, dass ich also diese Musik hier in meinen Videos verwenden kann. Auch vielleicht als Weg, um wieder nochmal Kontakt zu kriegen zu Cyril W., den wir da noch schmerzlich vermissen, weil hört euch das einfach mal an im Hintergrund. Das ist einfach großartige, geile Musik. Da kann man das Wort ruhig mal benutzen. Ihr findet es auch im Original ohne störenden Kommentar drüber gesprochen auf dem Kanal von CDNators Let's Plays. CDNator Let's Plays, so. Da könnt ihr also richtig mal in die Musik reinhören. Wie gesagt, bitte verwendet sie nicht in eigenen Projekten, kopiert sie nicht. Ich habe es direkt mit CDNator persönlich geklärt, dass ich das als Ausnahme darf. Und quatsch eben auch fleißig drüber über die Musik, dass die also nicht hier rausgeschnitten und weiterverwendet wird. Sie ist auf YouTube, könnt ihr sie euch ungestört anhören, wie gesagt, auf seinem Kanal. Aber auch da bitte die bitte nicht weiterverwenden. Na, es ist zwar keine kommerzielle Musik, aber es ist trotzdem eben das Urheberrecht von Cyril W. drauf. Und er hat sie damals eben speziell nur für das Projekt in San La, in Trackmania, freigegeben, dass sie da verwendet werden kann und auch nur in dem Zusammenhang mit dem Projekt. Es ist also keine freie Musik, die frei weiterverwendet werden darf von jedem anderen Pipapo. Sie ist nicht unter Creative Commons License veröffentlicht, sondern wirklich ausschließlich nur für dieses Trackmania-Projekt in San La. Ja, da wir gerade bei Kanalvorstellungen sind, wie gesagt, CDNators Let's Play, lege ich euch ans Herz. Link findet ihr natürlich in der Beschreibung. Dann ein anderer sehr interessanter Kanal, der, ja, okay, auch Minecraft Let's Play bietet, aber noch viele, viele, viele andere Facetten. Vielleicht euch auch schon bekannt, nämlich Van Bergen One-Hit. Auch kein One-Hit-Wonder, dieser Kanal. Van Bergen One-Hit macht einerseits sehr interessantes Projekt, seine LP-Show, wo er Let's Player vorstellt, auch Anfänger vorstellt, News aus der Let's Player-Szene bringt. Und das alles richtig als Dampfplauderer in einer, ja, etwas verrückten, aber sehr sympathischen, sehr lustigen Art und Weise. Es gibt zusätzlich noch einen Fußballtalk auf seinem Kanal und ein Let's Play zum Fußballmanager. Und natürlich auch ein Minecraft-Let's Play, wo er also gerade eine neue Welt angefangen hat. Wie gesagt, schaut mal vorbei. Link findet ihr in der Beschreibung. Und ganz wichtig für die Let's Player unter euch, wie gesagt, er stellt andere Let's Player vor. Auch Anfänger, wie gesagt. Da kann man sich also bei ihm bewerben. Macht euch vorher schlau bei ihm, wie das geschehen soll, in welcher Form. Na, und nicht einfach reinplatzen. Hallo, Dutchman hat mich auf deinen Kanal aufmerksam gemacht. Und bitte stell auch meinen Kanal vor. Na, erwähnt ruhig, dass ihr von mir kommt, dass ihr von mir den Tipp bekommen habt. Das ja, passt, sage ich mal. Das könnt ihr auch gerne mit angeben. Na,
Habe ich jetzt den Faden verloren? Zack. Ja, okay. So viel zu Van Bergen One Hit. Link natürlich in der Beschreibung und wie gesagt, euch ans Herz gelegt. Nicht nur wegen seiner LP-Show, die sehr interessant ist, sondern eben auch, weil er Let's Player vorstellt und ihr natürlich da auch die Gelegenheit habt, das zu nutzen, ein bisschen bekannter zu werden. Ja, Let's Player vorstellen. Das ist überhaupt ein Thema, was anscheinend momentan bei YouTube im Kommen ist. Nicht nur Van Berg One Hit ist also in dieser Richtung aktiv, sondern auch eine ganze Reihe anderer Kanäle, die ja teilweise schon eine Weile aktiv sind, teilweise erst frisch gegründet wurden. Und da möchte ich euch mal einen Kanal vorstellen und insgesamt zwei Videos, auf denen eine ganze Reihe dieser Kanäle vorgestellt werden, die sich eben, wie gesagt, darauf konzentrieren, Let's Player und Let's Plays vorzustellen. Und zwar ist das einmal Sage LPA-Check. Auf dem Kanal werden also Let's Player und ihre Kanäle vorgestellt. Ist jeweils immer in einer Folge ein Blick auf einen Let's Player-Kanal, wo also der Fun-Faktor bewertet wird, ein Blick darauf geworfen wird, was für Spiele er Let's Played, ein Auge auf die Qualität und auf das Kanaldesign geworfen wird. Hinter Sage LPA-Check steckt ein kleines Team von, ich glaube, 3 Leuten, die sich da zusammengefunden haben, um halt Let's Player-Kanäle vorzustellen. In einer relativ einfachen Form mal sehen, wie sich das da noch vielleicht weiterentwickelt. Wichtig ist, auf diesem Kanal gibt es ein Video, in dem weitere Kanäle vorgestellt werden, die ihrerseits wieder Let's Player vorstellen. Also jede Menge Anlaufadressen für euch, nicht nur Sage LPA-Check direkt, sondern auch ein Video, in dem ihr weitere Kanäle vorstellt, wo Let's Player vorgestellt werden. Links natürlich unten in der Beschreibung. Ein weiteres Video, in dem eine ganze Reihe Kanäle vorgestellt werden, die Let's Player vorstellen, gibt es von Mrs. Jasmine Hardy. Link zu ihrem Kanal findet ihr natürlich in der Beschreibung, ebenso den Link zu ihrem Video mit weiteren Kanalvorstellungen. Also das scheint wirklich so ein Thema zu sein, was da gerade im Kommen ist. Was hoffentlich auch ein bisschen dazu beiträgt, dass eben neue Let's Player bekannter werden, überhaupt erst entdeckt werden teilweise. Da habt ihr also jede Menge Anlaufadressen, wo ihr euch melden könnt und sagen könnt, hier, ich mache ein Let's Play. Besonders interessant für diejenigen unter euch, die eben nicht nur Minecraft Let's Playen, sondern vielleicht auch noch andere Spiele. Ja, da also jede Menge Adressen, wo ihr euch melden könnt, wo ihr euch umschauen könnt und vielleicht dann auch vorgestellt werdet. Schreibt ruhig hin. Wie gesagt, macht euch jeweils auf dem Kanal schlau, wie die Leute eure Bewerbung haben möchten. Das kann nämlich durchaus unterschiedlich sein. macht es einfach so, wie es dort natürlich erbeten oder verlangt wird, erwartet wird, denn damit haben die Leute einfach einen einfachen Job und ihr steht auch eben gleich gut da, ihr schneidet halt besser ab als jemand, der sich noch nicht mal sauber vorstellen kann dort. Wie gesagt, lest euch dort ein und erwähnt ruhig auch, dass ich euch auf diesen Kanal und auf diese Videos aufmerksam gemacht habe. Vielleicht kommt da ja dann auch noch auf was zurück. So, was haben wir sonst noch auf der Liste? schaue ich gleich nochmal. Die Kanalvorstellung, Let's Player-Thema sind wir durch. TM-Regie-Kommentar sind wir durch. Das wird halt zusammengefasst. Ja, in der nächsten Folge gehen wir dann wieder auf Erkundung. Wir waren ja jetzt hier mit dem Bahnhofshallenaufbau im Zeitraffer, auch wenn ich hier einfach nur jede Menge Cobblestones klopfe, waren wir ja doch wieder eine Zeit unter Tage und teilweise nachts unterwegs. Ja, in der nächsten Folge wären wir dann also an der Starthütte, wo wir das letzte Mal unsere Erkundung beendet haben. Da werden wir dann wieder weitermachen und ich werde auch zwischendurch die Ausrüstung tauschen.
sodass ich also mit dem Equipment weitermache und mich dort auf Erkundung begebe, mit dem ich also da aufgehört habe. Ja, jetzt übers Wochenende werde ich natürlich auch versehen, das wieder zusehen, dass ich das versuche gut zu machen, dass ich euch hier 2 Tage lang ohne Minecraft habe hängen lassen. Da wird es also, denke ich mal, jetzt am Samstag und Sonntag jeweils 2 Videos geben. Auf jeden Fall eine Folge Minecraft. Den Kommentar, den ich hier gerade spreche, das ist jetzt am Freitag. Das Video werde ich also jetzt heute Nacht raushauen, sobald es fertig ist. Ob das nun vor oder nach Mitternacht ist, ist dann egal. Was wir auch lange aus dem Blick verloren haben, ist mir gerade auch aufgefallen, sind die gute Zeilen schlechte Zeilen. Kommentare zu Kommentaren. Da ist nämlich das letzte Video Anfang des Monats erschienen und da gibt es also auch einiges an Nachholbedarf. Da wird es also jetzt am Wochenende auch mindestens eins, wahrscheinlich 2 Videos geben, dass wir da auch wieder aufs Laufende kommen. Ja, ansonsten, was gibt's noch? Die View-Zahlen. Das stimmt erfreulicherweise wieder, beziehungsweise bewegt sich halt in dem Rahmen, den ich von euch kenne. Ja, dass wir hier so pro Folge Minecraft um die 300-400 Views haben innerhalb von 48 Stunden. Da ist der Faden wieder weg. Gut, es sind ja nur noch 2, 3 Minuten, die ich hier durchhalten muss mit dem Reden. Sind wir auch durch das Video durch. Ja, Abozahlen steigen ja erfreulicherweise trotzdem weiter. Danke dafür. Die 800er-Marke haben wir überschritten. 816 ist, glaube ich, der aktuelle Stand. Es ist also Zeit, die Tausenderschwelle ins Auge zu fassen. Und ja, dass ich mir da auch überlege, was ich da dann eventuell Besonderes mache. Die 150. Folge ist ja auch in Reichweite. Mal sehen, vielleicht fällt beides sogar zusammen. Das wäre natürlich ein Grund, nochmal richtig was rauszuhauen. Schauen wir einfach mal, wie sich das entwickelt. Ja, es gibt auch sonst noch jede Menge Sachen vorzubereiten. Genau, ein aktuelles Thema noch, die Zeitraffer-Serie. Also für die Leute, die halt später in mein Minecraft Let's Showplay eingestiegen sind und vielleicht einfach nicht dazu kommen, sich alle Folgen vom Anfang an aus anzusehen. Für die ist eben diese Zeitraffer-Serie dann gedacht, wo ich einfach nochmal so die Highlights zusammenfasse. Und ihr seht gerade hier im Video, schau mal einfach mal rein. Da baue ich also gerade hier die 4 Gleise, die da reinkommen und jetzt haben wir hier einen Sprung drin. Ich fahre jetzt also gerade hier einfach mal die Minecart-Strecke, das ist jetzt auch wieder das Originaltempo, nicht mehr beschleunigt. Die Minecart-Strecke von Karabatabana zum Bahnhof in Neptuns Dank. Ihr seht, das ist eine ganz schöne Strecke, die man da zurücklegt. Obwohl die beiden Dörfer eigentlich relativ dicht beisammen liegen. Und hier gehen wir also in den Bahnhof schon rein. Ich habe hier also schon die Bahnsteige angelegt und oben drüber, da die Eingänge ja ein Stück höher sind, wird dann also nochmal so eine Galerie kommen und über eine Zickzacktreppe geht es dann also runter. Da kommt nochmal so eine kleine Zwischenebene rein. Und so, das wird also hier dann auch richtig schön noch ausgebaut, dass das also ein bisschen repräsentativ wirkt als Minecart-Station. Da, wo die Erdblöcke jetzt noch stehen, da werden also noch richtige Bögen, denke ich mal, hingesetzt. Mal sehen, was ich mir da alles noch einfallen lasse. Ja, damit hätten wir es dann auch schon wieder soweit. Und hier geht's in die letzten Sekunden der Aufnahme. Und bevor ich mir selber den Audiokommentar abschneide, adieu mit Ö.